Und natürlich wollen wir Leitmarkt 5G werden, selbstverständlich. Und deswegen war es doch richtig, dass wir in den letzten Wochen den Druck auf die Bundesnetzagentur für die nächste Frequenzvergabe deutlich erhöht haben. Da geht es halt nicht, dass man alte Wege weitergeht, sondern da ist es notwendig, neue Wege auch zu gehen und gegebenenfalls vielleicht auf den ein oder anderen höheren Gewinn zugunsten einer besseren Versorgung in der Fläche zu verzichten. Das ist meiner Fraktion insbesondere wichtig. Auch hier sage ich Dank an all die Kollegen, die hier den Druck erhöht haben. Das, was jetzt hoffentlich im zuständigen Beirat beschlossen wird, sind genau die Aufgaben für die und die Auflagen für die Frequenzvergabe, die wir als Parlament wünschen. Denn wir wollen Leitmarkt 5G werden, und da gilt es nicht zu zaudern, zu zögern und auf die nächste Vergabe zu warten, sondern die besten Möglichkeiten jetzt auszuschöpfen. Nur dann haben wir die Zukunft in diesem Lande zu Hause.